Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Ni No Kuni 2 Revenant Kingdoms. Ich habe schon gar nicht mehr gewusst, dass ich vor hatte, jetzt weiß ich es wieder. Da ist ja dieser böse Dr. Octopus, den wir hier töten müssen. Okay, Hauptsache er schießt nicht. Ach, Shandy, du dumme Kuh. So, jetzt habe ich dich. Renn doch nicht rein! Selber schuld! Ah, das kann ich nicht mehr. Ja, genau. Tanny! Was? Oh, das war aber fies irgendwie gerade. Das verstehe ich jetzt aber nicht ganz, dass er mich trotzdem noch erwischt hat. Hey, ich will da rein. Wenn die KI noch nicht so blöd wäre und wirklich immer reinrennen würde. Jetzt macht er schwimmi, schwimmi. Springi, springi. Klatschi, klatschi. Doch nicht, nochmal springi, springi. Ach, Scheiße. Machst du auch mal was anderes? Also langsam wird es ein bisschen lächerlich. Was? Wie geht das denn jetzt? Ey, ich finde das immer ein bisschen unfair. Du weichst aus und der Angriff hört auf und er trifft dich halt trotzdem noch. Oh Mann. Hört doch mal auf, jedes Mal in seine Rundumschläge reinzurennen. Das ist so nervig. Oh, das hat ihn umgeworfen. Auf ihn! Ihr seid hier nicht wirklich hilfreich, tatsächlich. Echt überhaupt nicht. Auf ihn!
Steine tot. Ne, ich jetzt geschafft. Das haut ihn auf jeden Fall immer um. Oh, guter Schuss. Das muss ich mir merken, dass das immer trifft. Oh nein. Oh, sie ist ausgewichen zum Glück. Ich will aber nicht wechseln. Wir kriegen ihn aber langsam. Er haut uns aber auch ordentlich einer rein. Es wäre wieder so perfekt gewesen. Haben wir ihn gleich doppelt erwischt. Jetzt macht er Schwimmi gleich. Evan. Evan, komm her, tut's gut. Nein! Okay. Halt. Ach, das ist doch scheiße! Ich finde das teilweise richtig, richtig unfair. Reicht. Hast du Pech gehabt, Shandy? Mir ist scheißegal, wenn du so blöd bist und dich umbringen lässt. Sind wir da endlich mal durch. Ich wollte zwar, dass ihr alle Erfahrung kriegt, aber ganz ehrlich, wenn du so einen Mist machst. So, was findet man wohl hier? Ich glaube nämlich noch eine Stadt. Oh, das ist draußen. Weil wenn hier noch eine Stadt ist... Ach, Stadt, das kann ich aufnehmen. Das war anscheinend nur ein Pilz. Oder eine Blume oder sonst irgendwas. Hier ist nichts. Absolut gar nichts. Ich bin davon ausgegangen, dass das nochmal eine Stadt ist. Deshalb wollte ich hierher. Ja, ah, das sind Bäume. Jetzt erkenne ich das erst richtig. Nicht, dass ich hier dem Spiel schon vorgreife, das wäre natürlich blöd.
Ein Goldei. Stätte des Feuers. Ich habe keine Ahnung. Noch ein Goldei. Das scheint aber sehr fortschrittlicher. Da oben ist irgendwas, da will ich hin. Sieht nämlich aus, als ob man hier was Tolles kriegen könnte. Normale brandgefährliche Chili, aber das sieht nach einem geheimen Pfad aus hier. Den muss ich erkunden. Ich kann ja da später nochmal runtergehen. Bestimmt die Schwester von Elfatal. Den wird keinem erkennen, der ist aus der Serie von Aladdin. Oh, das ist aber ganz normales Zeug, was ich hier kriege. Das ist einfach nur so. Aber hier sind auch absolut keine Monster. Geh mal in die Stätte des Feuers. Wahrscheinlich darf ich noch gar nicht rein. Oh, das bringt mir absolut noch gar nichts. Ich glaube, ich habe eine Quest vorgegriffen. Oder war das mal Quest? Wünschelwolle, ich habe immer noch keine Ahnung. Machen wir doch erstmal die Quests ein bisschen weiter. Weil ich rechne damit, dass wir es noch brauchen werden. Jagd auf Stefano klingt, als wenn ich hinterher rennen muss, da habe ich keinen Bock drauf. Thank you very much. Ach komm, es ist Ehre gegen euch. Ihr habt mal Ausgang, stärker mehr Erfahrung, bla bla bla. Das sollte man eigentlich hinkriegen. Mit ein bisschen Hilfe. Was hat er denn so? Okay. Nimm trotzdem mal beide mit. Braucht kein Schild. Warte mal. Wie ist Level 60? Ach, werden wir schon schaffen. Demoralisierung? Gut, das habe ich gehofft. Ich habe auf jeden Fall Verstärkungstruppen hier, die... Und ich habe zwei Basen, was schon mal sehr gut ist. Was? Wo kommen wir her? Erstmal kurz mit aus.
Boah, das tut schon weh. Oh, wegballern. Das geht nicht so gut. Oh, die haben Würmer auf ihrer Seite. Das ist aber nicht schön. Oh. Die gehören gar nicht hierher. Die gehören gar nicht zum Einsatz, wie es aussieht. Bring mal den Chef da um. Er schafft das schon. Brauch bloß meine Truppen erstmal wieder. Der hält das schon aus. Oh, mit. Muss mal kurz ein bisschen Kraft tanken. Wer kommt denn jetzt? Was ist denn da passiert? Sind sie schon explodiert? Meine Truppen sind weg, oder? Ja. Ich brauche trotzdem meine Schwertkämpfer wieder, sonst habe ich ein Problem. Dauert immer ein bisschen, bis man die Einheiten wieder hat. Wenn die einmal weg sind, dann dauert es lange. Da muss man sehr viel Einsatz investieren. Aber ich verliere tatsächlich gar nichts, bis sie da sind. Etwas Unterstützung? Alter, die hat meine Truppen fertig gemacht, alleine. Das Problem ist tatsächlich die Unterstützung von den anderen Truppen. Ah ja, ich wollte gerade sagen, kriege ich noch Einsatzmittel von denen da hinten? Das ist echt teuer. Die Türme machen mich so richtig schön fertig. Was hat der für ein Skill? Haben wir überhaupt schon einen getötet von denen? Mit den Türmen kann der uns halt richtig schön fertig machen. Das ist schon ein bisschen fies. Okay, jetzt ist die Truppe wieder voll. Trotzdem kriegen wir nicht so viel, wie ich hier verliere, in diesem Ansatzweise. Ich fürchte, was der Einsatz ist wirklich noch zu schwer für uns. Stay strong. We can't afford to lose. Stay strong.
Stay strong! Stay strong! Stay strong! Stay strong! I have not finished yet! Was genau hat der für Skills drauf, dass der so extrem abgeht? Ich will die auch haben. Da drüben komme ich wohl nicht hin, oder? Doch, da könnte ich auch hingehen. Guck mal erstmal da hinten alles an, dann hole ich mal da hinten alles. Weil es sind ja zwei Wege, vielleicht soll man den auch gar nicht nehmen hier vorne. Vielleicht ist es der dumme Weg. Oh, ja, dumme Weg, ja. Erstmal gegen Stein rennen. Aber guck mal, allein dieser scheiß Turm, wie schnell der meine Leute... Ja, ich mach's mal. Ich weiß nicht, wofür das da sein soll. Ich krieg auf jeden Fall noch mal ein Lager da vorne. Oh, da kommen wir welche raus. Weg damit. Okay, die Kanone. Das Ding hält noch ein bisschen aus. Schießt jetzt beide da drauf. Vielleicht ist aber auch einfach nur, dass ich noch mehr... Können die da reinschießen? Ich hol die mal vorsichtshalber. Haut das mal weg, ich will wissen, ob das noch irgendwo alles hinbekommen kann. Auf jeden Fall, dieses Lager ist tatsächlich ganz nützlich. Kann man hier durch? Ah, jetzt verstehe ich, man kommt hier genauso durch. Okay, jetzt verstehe ich. Guck mal, dass wir die Wege noch zerstören. Kurz abhauen. Also die Truppe hier ist überhaupt nicht so stark. Ich will den anderen aber auch loswerden. Ich will es schaffen, den Platz zu machen. Der muss doch haufenweise Erfahrung geben, so stark wie der Typ ist. Und hier ein paar zusätzliche Erfahrungspunkte, warum nicht? Beziehungsweise ein paar zusätzliche... Einsatzmittel. Es gibt ja kein Ende. Von daher kann ich mich so viel. Der versteckt sich aber auch wirklich hinter diesen scheiß Türmen. Die Türme allein sind schon ein Problem. Ich mach mal den Turm jetzt weg. Ah ja, schon sieht's besser aus. Und zerstören.
Zur Not können wir uns dann hierhin zurückziehen, wenigstens. Ich weiß ja nicht, ob jetzt noch mal ein paar kommen von denen, plötzlich immer aus dem Hinterhalt. Das würde ich ihnen zutrauen. Oh, es greift direkt Katzbuckler an. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, genau. Wir verteidigen natürlich das Hauptquartier. Ah ja, bis sie das zerstört haben. Das Hauptquartier zerstören lassen ist eine schlechte Idee, glaube ich. Das? Oh ja, okay, das sind noch. Ich habe drei von den Dingern. Taktisch war das aber sehr, sehr klug, muss ich sagen. Okay, aufladen darf ich nicht mehr, wir sind voll. Ich dachte, wir haben vielleicht jemanden verletzt oder verloren. Ich bin eher davon ausgegangen, dass hier plötzlich in dem Bereich hier nochmal Gegner spawnen. Ja, mein Gott. Gut, das wollte ich. Das war aber die falsche Richtung. Wir schaffen das. Ja, hier hat mir echt Sorgen gemacht, tatsächlich. Ja, der hat echt was drauf. Der ist gleich im Eimer. Hm? Geht noch nicht. Die halten echt was aus. Das war's. Oder? Haben's auch noch geschafft. Ich war erst ein bisschen unsicher. Wow, das gab aber 4000 Erfahrungspunkte mehrfach. Das ist schon top 4. Und wir haben die Quest geschafft. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass wir besiegt werden. Was für ein überraschendes Ende. Es hat Spaß gemacht, gegen mein Vaterland anzutreten. Vielen Dank für die lehrreiche Schlacht. Kämpfen wir in Zukunft Seite an Seite, um die Welt zu beschützen. An eurer Seite zu kämpfen, wäre eine große Ehre für uns. Vielen Dank, Königin. Hoffentlich haben wir bald wieder das Vergnügen, eine Militärübung mit euch abzuhalten. So, was haben wir denn noch? Okay, gucken wir mal, dass wir eine Damastrobe kriegen. Vielleicht kann ich ja einen herstellen.
Ich kann verschatten. Ah, okay, ich verstehe. Yay, noch mehr Quests. Machen wir erstmal das hier. Ein glänzendes Gleichstück. Die Lamastprobe. Vielleicht noch ein Blick darauf herrschen könnte. Hier ist eine Lamastprobe und? Kommt dir irgendeine Idee? Wow. Oh, exzellent. Wahrlich elegant und stylisch. Wenn ich süß ansehe, dann fühle ich da etwas in mir. Hm. Unser kleiner Schubser hat es nicht gebracht, was? Was glaubst du, ist es, was dir fehlt? Ja. Naja, irgendwie so, ich will etwas, das Selbstsicherheit in mir weckt. Oh, dann sollte es mit einem Doktormantel machbar sein. Evan, lass uns auf die Suche gehen. Ich glaube, ich habe einen. Gosh. Okay, kann sie echt gut mit Kleidung aussuchen, Susi? Ich habe doch einen. Hey. Hier ist der Doktormantel. Hilft dir das, aus deinem Frontief zu kommen? Ah, genau wie ich es mir... wie man sich vorstellt. Nur noch ein bisschen und Ideen werden fließen. Ideen müssen fließen. You're right. Dir fehlt scheinbar noch ein letzter Anstoß, also Fiebsbacher. Wo drückt denn der Schuh noch? Etwas mit Anziehungskraft, die Leute betört, vielleicht. Etwas mit der Verlockung eines schlechten Traums. Der wird uns sicher, der Herbst hat man weiter. Lass uns die Fiebs... Ja, hab ich auch. Ja, das sind sie. Yes. Okay. Herbstzeitmantel. Den habe ich nicht.